Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem einzigen Sport der Müsli-Tabletten. Mal von Fitness abgesehen und vielleicht von Chips-Wettessen, ist das tatsächlich unser ja einziges Sport-Unterhaltungsprogramm hier für euch. Das klingt jetzt hochgestochen, ist es aber gar nicht. Es ist tatsächlich ein Unterhaltungsprogramm nur für euch. Nur für euch. Und ich sag's jetzt mal, wie es ist. Wir machen das gerne. Manchester United erstmal verunsichern, weil die haben ja gegen uns noch nie was richtig gemacht. Ja. Oh ja, Walton, du kannst im nächsten Cup ran. Okay, kannst du machen. So, wir haben ja unsere B-Mannschaft verheizt. Und müssen jetzt zusehen, dass wir irgendwie wieder unsere A-Mannschaft ans Band kriegen. Sterling. Aguero, Silva, De Bruyne bleibt. Hier packen wir. Wo ist er denn? Nasri hin. Otamendi kommt hier wieder mit rein, zusammen mit Kompany. Oben kommt dann auch auf jeden Fall Navas mit rein. Wendell für Clichy. Aurier wird mal heute durch Zabaleta ersetzt, weil der kann es halt. So, mein Mittelfeldspieler ist aber auch ein bisschen im Arsch. Was kann man denn da machen? Zuccolini könnten wir mit reinbringen. De Bruyne kann ruhig mal Pause machen, der kann aber hier zum Beispiel für Pereiro rein. Und für den LF kann definitiv noch Boni wieder mit rein. Des Weiteren bringen wir allerdings einen IV noch mit rein, der ein bisschen was kann. Mittelfeldspieler, der vielleicht noch ein bisschen nicht so müde ist, wäre auch ganz nett. Nehmen wir mal Pal. Wen haben wir denn dann noch? Angelino, Ambrose, Demichelis wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, und Ünal, der ist ja noch gut drauf. Lassen wir es so. Mit Zuccolini ist natürlich jetzt kein De Bruyne. Aber, boah, warum sollte das nicht funktionieren? Wir und Manchester United, uns verbindet ja eine lange, lange Tradition. Viele Derbys. Und außerdem haben wir die schon ein paar Mal fertig gemacht. Also wenn wir die auch wieder fertig machen. So. Kommentatoren immer noch für euch ausgeschaltet, weil ihr das unbedingt wolltet. Beziehungsweise die Stimmen, die dafür waren, sich dann doch mehr gemeldet haben. Das ist unsere Aufstellung. Ich habe das Gefühl, ich müsste die Stadionatmosphäre noch ein bisschen leiser machen in den Videos, wenn ich sie schaue. Aber bei mir sind sie selbst so gut und ruhig, dass ich jetzt gesagt hätte, es funktioniert. Boah, haben sie Sterling vernascht. So. Na. Oh, bin ich vorbeigerauscht. Das wäre aber lustig geworden. So, Young, Blind, Schneiderlin. Da war er fast dran. Zuculini. Nasri auf Sterling. Boah. Ah, schade. Das wäre interessant geworden, wenn jetzt Zuccolini hier noch zum Abschluss gekommen wäre. So, Schweinsteiger hier auf einen Spieler, den haben wir umgeholzt. Und, Silva mit der Möglichkeit da nach einem schönen Kombinationsspiel. Aber der Ball, oh, der ging schon ziemlich knapp über die Latte. Da hat nicht viel gefehlt. Aber so, verletzt ist keiner, wie es scheint. Es war ja gerade eben die große Sorge, ob da vielleicht sich einer dabei wehgetan hätte. Oha. Ja, hat er bedrängt, der Wendell. Es war vielleicht gar nicht so übel, den da zu bedrängen. Bevor der Schuss auf den Kasten geht.
Eigentlich etwas, was Hart hätte haben müssen. Naja, hatte er ja auch mehr oder minder. Nicht so kompetent, wie man es jetzt angenommen hätte. So. Nicht durchsetzen können. Oder Mandy mal klärt hier erstmal ganz schön, schön Hart. Oh, Hart. Übrigens, wo wir gerade darüber sprechen. Klärt hier wieder zur Ecke. Wenn der Ball jetzt wieder auf den Torwart kommt, werden wir ihn mal abblocken. Ja, so kann man das auch machen. Zu weit vorgelegt. Ja, hallo, Spieler? Wow! Reingelaufen, aber nicht schlimm. So. Aua! Das war ein bisschen suboptimal geklärt. Hart hat ihn. Ja, wir sind nicht schnell genug. Boah! Ja, bin ich auch ein bisschen reingelaufen in die ganze Schose. Jetzt gibt die gelbe Karte. Wieder zurückspielen. Und? Mist. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Oh. Controller leicht versagt. Hey, warum habe ich denn jetzt einen anderen Spieler? Und? Von Sterling! Schönes Ding, genau ins Lattenkreuz. Wow, auch schöner Spielzug. Sich da noch durchzusetzen war natürlich Glück. Und dann der Schuss satt, einfach oben ins Lattenkreuz gehämmert. Bam, bam, bam. Da ist der eingeschlagen. Unglaublicher Ball. Bums. Ich glaube, der war sogar Latte, Pfosten und dann rein. Auf jeden Fall. Drin ist drin. Haben wir uns verdient. Ich war ein bisschen mit ein bisschen mehr Druck hinterm Ball gespielt, fand ich. Auch jetzt der Angriff. Nee, das war natürlich. Das war natürlich kernbehindert. Da wusste ich auch nicht mehr, da konnte ich auch nicht mehr schießen und alles. Das wäre ja auch in die Buchs gegangen. Deswegen habe ich mich dann dafür entschlossen, dann doch zu sagen, okay, ich mache dann doch lieber was anderes. Otamendi, ey, der klärt ja aber auch die Bälle. Der räumt da richtig ab in der Abwehr. Der ist da sich auch für keinen Ball zu schade. Aguero. So, wenn der ist mitgekommen. Und nein! Gar nicht so schlecht. Kam auch gut auf Sterling, aber der konnte ihn beide einfach nicht mehr verändern und nicht mehr richtig drücken. Sterling auch schon leicht im Poppes. Wird vielleicht irgendwann dann mal durch Ünal ersetzt werden müssen. Ja, Wendell konnte sich da mal nicht durchsetzen. Das ist aber kein Problem. Nee, Zuccolini, das war nicht so gut. Nee, das war auch nicht so gut.
Zuccolini, der kann schon verteidigen. Das ist ja auch sein Steckenpferd, sage ich jetzt mal. Also das klappt schon, aber da fehlt halt immer noch so ein bisschen die Genauigkeit im Spiel. Die Leichtigkeit auch so ein bisschen. Ja, es war jetzt doof, dass wir da den Ball hergegeben haben. So, der Kopfball war gut geklärt zumindest. So. Zabaleta. Oh! Ja, das hätte auch Handspiel sein können. Gut mitgelaufen auf jeden Fall von Zabaleta. Hat hier das Spiel nochmal eröffnet. Na. Company. Ah, nicht in den richtigen Winkel gelaufen. Weil das kann hier nicht viel machen, außer klären. Ah, und Blind kommt da zuerst am Ball. Möglichkeit für uns nochmal zu wechseln. Sterling. Da kommt Ünal. Und für Nasri müssen wir auch nochmal wechseln. Der ist nämlich auch schon ziemlich durch. Gleich geht's weiter. So, und da sind wir wieder. Weiter geht's. Gucken, wie wir jetzt hier zurechtkommen. Ja, es war nix. Oh, der nur rausgefaustet. Das ist natürlich gefährlich. Abseits. So, müssen wir natürlich mal gucken, wie wir uns jetzt hier am besten aufstellen. Whoop. Ah! Vorteil. Ja. Kommt zu uns der Ball. Company hat ihn sicher. Mal nach unten spielen. Aua! Ganz schön beiseite gedrängt worden gerade. Ah, der Kopfball natürlich gut verteidigt. So, jetzt verteidigen wir auch mal ein bisschen mehr. Oh. So, Zuccolini. Ah, gerade wollte ich passen. Ist ja immer so. Immer wenn man gerade mal was machen wollte. Ah, Company. Young. Ja, aber da steht jemand im Weg. Zabaleta. Ja, gut gemacht. Zuccolini. Spekuliert. Aber auch hier nichts draus geworden. So, jetzt müssen wir mal hier. So, na was? Na, das war nix. Noch ein bisschen mehr zurückziehen. Nee, das war nix. Das war schon besser. Aguero aus der Ferne.
War ein bisschen weiter weg. Man hat ja gesagt, ich soll mit Aguero auch mal aus der Ferne ruhig ein bisschen ausprobieren. Und, oh, Tamendi. Na, das hat nicht funktioniert. Aber es war knapp. So, sieht aus, als wenn wir hier einen Sieg einfahren können. Ein Sieg mit Manchester City im Derby gegen Manchester United. Ja, nicht übel. Genauso muss das sein. Jetzt hoffe ich, dass es beim Zusammenschneiden nachher keine Probleme gibt mit den Tondateien. Ist immer ein bisschen doof, wenn man unterbrochen wird während der Aufnahme. Aber gut, wir werden es dann sehen. Wenn doch, dann entschuldige ich mich jetzt schon dafür. Oh, ja, jetzt ist wieder Zeit. Oh, was ist denn jetzt? Danke, Chef. Darf ich, wenn ich mein Bestes gehe? Es ist ja sehr schön, dass du das sagst. Wir müssen jetzt wieder austauschen, weil jetzt kommt schon wieder Capital One Cup. Gegen Carlisle United. Da müssen wir natürlich mal unsere anderen Mannschaftsmitglieder einsetzen. Aber das seht ihr dann erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Euer Crunchcore sagt bis dahin. Haut rein. Moo.